Sensation, der Kultkicker, die lebende Vereinslegende Martin Mennel sitzt nur auf der Bank. Erstmals seit 7 Jahren. Aus sportlichen Gründen, so Trainer Dotschev, steht Philipp Klevin zwischen den Pfosten. Der hatte den erkrankten Mennel schon gegen Regensburg ersetzt und es richtig gut gemacht. Eine böse Überraschung für Mennel 2 Tage nach seinem 34. Geburtstag. Und sicher kein leichtes Spiel für Philipp Klevin, aber das ist ihm überhaupt nicht anzumerken. Erste Aktion, 7. Spielminute. Der Mann hat Nerven wie Drahtseile bei diesem Dribbling gegen Hofmann. Die Mannschaft von Pavel Dotschev ist von Beginn an das bessere Team. Mit viel Einsatz, mit viel Kampf drücken sie den KSC hinten rein in die Defensive und sie haben auch Torchancen. Owusu wühlt und Nazarov schießt, aber zu harmlos. 11. Minute, kein echtes Problem für Gersbeck. Die Einstellung, sie stimmt bei den Veilchen in dieser Partie. Wieder Owusu, der den Ball zunächst mal festmacht. Und dann die Riesenmöglichkeit für Kühn. 13. Minute, tolle Parade von Gersbeck. Und der Ball ist immer noch heiß. Aber das ist dann am Ende zu harmlos. Erzgebirge Aue ist das bessere Team im ersten Durchgang. Aber im Abschluss sind sie einfach zu harmlos. Nur Ingolstadt hat bislang weniger Tore in dieser Saison erzielt als Erzgebirge Aue. Nächste Gelegenheit zu Linsky und Owusu. 0:0 mit diesem Spielstand geht es dann auch in die Pause. Erzgebirge Aue war das bessere Team. Der KSC reagierte. Christian Eichner bringt dann zur zweiten Hälfte 2 frische Spieler auf den Außenpositionen. Und das machte sich sofort bemerkbar. Das ist Lorenz, einer der 9. Und der Ball kommt zu Hofmann. 1:0, 54. Minute. Die Tormaschine des KSC hat wieder mal getroffen. Bereits Saisontor Nummer 15 für Hofmann. Ein Glückstor ohne Frage, so wie der Ball da ankommt. Aber wie er es macht, dann am Ende. Ballannahme und lässig, ruhig mit der Innenseite ins Tor geschoben. Erster Schuss auf die Kiste von Klevin. Und der ist dann auch gleich drin. Den zweiten Schuss auf sein Tor, den sieht der Keeper in der 67. Minute. Vanicek kommt an den Ball, da ist er mit der 10 und 8 und 2:0. Traumhaft schön. 7. Saisontreffer, Vanicek, der Feinmotoriker im Mittelfeld des KSC, hebt einmal nur den Kopf, ein Blick und dann Zentimeter genau. Der Ball hat überhaupt keine Rotation und der Torhüter hat überhaupt keine Chance an diesen Ball zu kommen. Christian Eichner hat eine Menge Spaß. Es war bis hierhin sehr, sehr schwer. Jetzt allerdings steckt Aue auf und das Fußballspielen wird leicht für den KSC. Lorenz, wie gesagt, eingewechselt. 3:0. 85. Minute. 3 Schüsse auf das Tor von Aue. Alle 3 sind drin. 100%ige Effizienz. Besser kannst du so ein Auswärtsspiel nicht nach Hause bringen. Die letzte Chance in diesem Spiel haben dann noch einmal die Gäste, die über 90 Minuten gekämpft haben, aber vor dem Tor, es bleibt dabei. Sie sind einfach zu harmlos. Der KSC nimmt verdient 3 Punkte mit nach